wenn du stehst. Hallo ihr Lieben, wir haben gerade noch über Kater Sammy geredet. Der kann einfach nicht leiden, wenn mein weltbester Ehemann da steht. Er möchte, dass du sitzt. Einfach rumstehen ist nichts für ihn. Da wird er sauer. Also ich bin Renate. Ja, das ist unser Kater Sammy, wie ihr hört. Er kommt bestimmt auch gleich mal gucken hier. Und der Mann hinter der Kamera, mein weltbester Ehemann, der Herr des Hauses, das hat nichts mit Emanzipation oder nichts zu tun. Er ist einfach der Herr im Haus und ich bin die Frau im Haus. Ja, das ist Wolfgang. Ich bin der Boss. Der Boss. Den Boss hast du gerade im Arm, das ist Sammy. Und dann haben wir noch einen Kater, den Snuggy, aber der ist nicht so kamerawild und wild auf Zuschauer wie der Sammy. Snuggy wird jetzt oben sein Schläfchen machen und wenn er Hunger hat, dann kommt er runter. Okay, ihr Lieben, wir haben also die Goodie Box bekommen und ich finde das Design wirklich klasse wieder. So hübsch. Und was ich immer toll finde bei der Goodie Box ist natürlich diese Schubladenbox. Die kann man so schön weiterverwenden. Und wenn ihr davon drei übereinander und noch eins daneben, also praktisch so ein Sechserpack habt, dann alles zusammengeklebt, auch vielleicht ganz hübsch mit schönem Papier umkleidet, dann habt ihr eine tolle Moppekiste. Könnt ihr auch nach Belieben vergrößern. Ja, das ist nur so am Rande. Eigentlich geht es natürlich um das, was da drin ist, aber nur mal so nebenher gesagt. Und die Goodiebox Crush ist auch mitgekommen. Sammy, komm doch her, erzähl's mir. Ihr seht, wir haben auch schon so ein bisschen Anklang an Weihnachten. Die Goodiebox Crush ist die kleine Schwester. Die erscheint nur alle 2 Monate und da ist dekorative Kosmetik drin. Wir fangen aber jetzt mal mit dieser an, mit der großen. Ich weiß gar nicht, was es für eine Blume sein soll, die hier drauf ist, aber egal, hübsch sieht's aus. Und hier steht, it's time for me time. Ja, ist ja immer, ne? Und offenbar hat Caroline oder Caroline das hier für mich liebevoll zusammengestellt. Und da ist ein Barcode, wie immer. Da steht wieder Scan Me, deshalb habe ich schon mein Handy neben mir liegen. Das war verkehrt. Ich muss hier unten hin. Da. Scanner. Sammy, reg dich nicht auf, kleiner Mann. Er scannt und scannt. Im letzten Monat hat es auch nicht geklappt, übrigens. Ne? Letzten Monat wollte es nicht drücken. Ja, das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Es ist zentriert, es ist wirklich zentriert. Ich weiß, wie man Barcodes liest, aber er möchte nicht. Er möchte einfach nicht. Ja, das ist ein QR-Code, das hast du erkannt. Ne? Du kannst ihn nur nicht lesen, Handy. Schade. Schade, dann müssen wir wieder ins Blaue hinein arbeiten. Auspacken. Schau mal hier, Handy, schau mal hier. Soll ich die Sachen mal hier rausheben und du gehst in die Box? Guck mal, Sam. Guck mal hier, eine kleine Kiste. Passt du da rein? Hm? Passt du da rein, Großer? Nein. Aber schön, dass du da bist, mein Junge. Hm? Das ist so schön. Oh, was feine Sachen. Happy Naturals heißt das hier. A daily dose of positivity for you and the planet. Das ist eine Haarmaske mit Avocadoöl und der Planet lächelt. Naja, ist das versiegelt? Nee. Wow, das riecht lecker. Sieht auch nett aus, ne? Ja, Haarmaske. Also als Langhaar-Mädchen, ich bin ein altes Mädchen, aber auch alte Mädchen sind Mädchen. Als Langhaar-Mädchen braucht man sowieso immer Haarmasken. Also es verstärkt und repariert die Haare. Gut, reparieren muss ich nicht, aber es wäre schön, wenn es mehr wären. Naja, waren noch nie mehr, ehrlich gesagt. Dann haben wir von Dr. Botanicals Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Ich meine, das hatte ich schon mal, aber da sah es anders aus. Also Rettungsbutter sozusagen. Ich denke mal, das ist für... Es ist sehr klein geschrieben damit. Ich bin ein kleines bisschen erkältet, also Nase. Nicht drauf achten, ihr könnt euch ja nicht über das Video anstecken, zum Glück. Hoffe ich doch. Was steht denn da? So, Reparateur. Tu. Zero an, das kann man um. Ein um steht da.
Superfood. Oh, Zitron. Also ein Superfood auf Basis von Zitrone. Und ich denke mir, dass man das eben da verwendet, wo die Haut gerade was braucht, was Besonderes braucht, wenn sie irgendwie rau ist. Ach, das steht auch in Englisch. Ja. Da, Feuchtigkeit. Ein kleines bisschen von dem Balsam zwischen die Finger und dann auf Gesicht und auf Gesicht verteilen und einmassieren, bis es absorbiert wurde von der Haut. Also als Behandlung soll man das benutzen, für trockene Haut oder sogar rissige Haut. Ah, zum Beispiel auf den Lippen, Ellbogen und Fersen. So, war im Prinzip das, was ich mir vorher dachte. Ist das versiegelt? Ich glaube schon, ne? Es ist versiegelt. Dann können wir nicht dran riechen. Es ist ja nicht so, als hätte ich sonst nichts offen, ne? Das ist auch eine hübsche Verpackung. Was bist du denn? Ein Deo. Bergamotte und Limone. Lemon. Lemon ist Zitrone. Gaia. Mask me up heißt das. Don't worry, be natural. Your sustainable choice. Und das ist also alles nachhaltig. Wie geht das denn auf? Es ist versiegelt, deshalb geht das nicht auf. Da ist so ein Klebe drauf, aber das lasse ich dann auch jetzt zu. Also man soll die Kappe abmachen und dann sanft unten drücken. Ah, sowas hatte ich schon öfter. Was mich dran gestört hat, ehrlich gesagt, ist immer, dass das ein bisschen krümelt. Deshalb. Also mein Lieblingsdeo ist nach wie vor das für sensible Haut von Aldi. Ne? Das Blaue. Nicht das Grüne, das Blaue. Das ist, ich rieche nie damit. Das, also, ne? Ja. Nie verschwitzt, das ist einfach toll. Liebe das. Dafür muss mein Weltbeste immer zu Aldi fahren und mir dann 3 Stück holen und dann habe ich wieder Monate Ruhe. Genau, und das macht der Herr des Hauses gern. Du musst nicht von dir selber in der dritten Person reden. Du bist hier nicht der Herrgott oder sowas. Aber es ist sehr lieb von dir, dass du das machst. Ja, also auf jeder Achsel soll man das dann machen. Wie immer. So, nächste. Avant. Avant ist immer schweineteuer. Ich weiß nicht warum. Ich habe schon so vieles davon gehabt, über die Boxen. Ich finde, das ist nicht besser und nicht schlechter als andere Produkte, aber es ist immer schweineteuer. Das ist die 8 Stunden Schlafmaske. Also in 8 Stunden, während man schläft, wird die Haut praktisch erneuert. Heißt es, ja. Und das kostet dann irgendwas immer 60 Euro, 80 Euro, 120 Euro. Schweineteuer. Ja, geschrieben Avant, aber dann, da es ja offenbar Französisch ist, Avant. Ich finde es zu teuer, würde es nicht kaufen. Ich benutze es gerne, ne? Aber es ist jetzt nicht überwältigend. So, ich würde keine 100 Euro dafür ausgeben. Und dann haben wir eine Cleansing Scrub Bar, also praktisch eine Reinigung mit Peeling. Die riecht aber lecker. Orange und Grapefruit, ah. Das riecht aber wirklich lecker. Also für eine gereinigte, weiche, zarte Haut. Ich liebe ja Stück Seife. Ich mag inzwischen auch sehr gerne Stück Dusche. Wird so im Wechsel mit einem Duschgel benutzt. Und kind natured heißt das, also für die Natur freundlich. Aufmunternde Körperpeeling-Seife. Nett. Ja, so sieht es ja aus. Schöne Sache. Und die wahrscheinlich heißt The Awakening Kind. Wahrscheinlich heißt die Firma Kind Natured. Sehr schön. Okay, also 5 Produkte, wie eigentlich immer. Ganz gut. Keine Ahnung. Dadurch hat das natürlich immer einen Wert. Ne? Die Box kostet 19,99 Euro. Und wenn man dann denkt, was das allein schon kostet, dann auch das ist nicht billig. Keine Ahnung, wie teuer das Deo ist. Auch die Haarmaske
keine Ahnung. Und das weiß ich auch nicht. Also den Wert hat die Box immer. Meistens ist sie 70, 80, 100 Euro wert. Was auch immer die Firmen so angeben. Ne? Und es sind meistens Produkte von Firmen, die man sonst nicht so in anderen Boxen hat. Sehr oft skandinavische Firmen. Und ich mag die wirklich sehr gerne. Immer. Immer. Auch wenn jetzt manchmal nicht die Offenbarung ist. Trotzdem, ich versuche es nochmal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So ein schönes. Und man hört nichts. Er möchte das nicht. Es ist zentriert. Es ist im Rahmen zentriert. Ich kann nichts dafür, wenn du es nicht lesen kannst. Pech. Ja. Das ist also die normale Box. Und dann haben wir die Goodie Box Crush. Ich glaube, es sind wieder welche verfügbar. Es gab eine ganze Zeit jedenfalls keine Chance, die Crush nochmal selber zu abonnieren. Die kommt alle 2 Monate. Mir fällt jetzt nicht ein, was die kostet, aber das sieht man auf der Goodiebox-Seite ja auf jeden Fall. Ach übrigens, wer es noch nicht abonniert hat, aber das möchte, kann das über meinen Code tun. Dann kostet die erste Box eben nur noch die Hälfte. Und ich bekomme praktisch eine halbe Box wiederum geschenkt. Nur mal nebenher. So. Müsste aber nicht. So. Ja, wie oft habe ich jetzt so gesagt und guck mich nicht so böse an. Nein, du überlegst, was erzählt sie da die ganze Zeit, ne? Your happy hour of me time is here. Also, dann versuchen wir es mal mit dem Code. Spannung. Überraschung. Überraschung. Er kann es nicht lesen. Ich meine, beim letzten Mal war es dann irgendwie nach 2 Tagen so war es dann. Die ist heute erst gekommen und ich dachte, hip, hip, hurra, dann machen wir die doch mal direkt. Ja. Die beiden kamen natürlich zusammen. Die waren in einem Paket, ne? Jawohl. Oh, schön. Guck mal, ein Nagellack. Top Notch heißt die. Kenne ich gar nicht. Bei Miss Sauda Prodigy. Mensch, ich könnte das lesen. Soll ich dir eine Lupe geben? Das ist, glaube ich, italienisch. Ich bin aber nicht sicher. Nein, du sollst mir keine Lupe geben. Aber ist schon eine ordentliche Menge. Dann muss man das mit einer, wenn das italienisch ist, dann musst du mit einer italienischen Lupe lesen. Hast du eine? Nein. Schade. Dann übersetzt sie das direkt, ne? Das aber ist du, auf jeden Fall. Ach so, es steht also. Nail Polish, also Nagellack auf Englisch und auf Französisch und auf Italienisch drauf. Und Italienisch als oberstes, deshalb dachte ich, dann ist es vielleicht Italienisch, aber ich habe keine Ahnung. Egal, ist jedenfalls eine kräftige Farbe. Ist jetzt auch nicht so, als hätte ich die noch nicht. Ich glaube nicht, dass du die hast. Nicht diese Firma, nein. Genau. Die Farbe heißt übrigens Geranium 222 Prodigy. Aber fast dieselbe, fast die gleiche Farbe habe ich definitiv. Ich glaube, ich habe an die 100 Nagellacke. Ich weiß auch nicht, wo die immer herkommen. Ich kaufe keine. Ich habe bestimmt schon seit 15 Jahren keine eigenen gekauft. Ja. Trotzdem kommen die immer ins Haus. Aber ich kaufe. Ich weiß. Oh, wie süß hier. Blumenblush. Ein kleines Blush von Rose Infused Blush. Von Beauty, Botanic Beauty. Von denen habe ich auch schon allerlei. Habe ich schon gesagt, dass ich etwas erkältet bin? Es tut mir leid. Ich glaube, mein Gehirn ist auch so ein bisschen eingefroren, aber das macht nichts. Und hier ist aber eine sehr schöne Pfirsichfarbe. Ich rieche nichts. Sammy, machst du? Das ist so, eine blühende Rose ist da geprägt. Doch, es riecht wirklich so ein bisschen nach Rose. Ich muss da mal drüber gehen. Das fühlt sich ganz samtig an. Oh, wie schön. Da habe ich eine kleine Wunde. Und das war nicht der Sammy. Oh, guck mal, richtig pfirsich. Schön, oder? Kann es auch mal über die Wunde machen. So. Da.
Nein, ist wirklich ein schöner Ton. Schöner Pfirsichton, gefällt mir sehr gut. Du darfst bei mir bleiben, sonst hätte ich auch nicht Probe gemacht, ne? Sehr schön. So. Ups! Ich hab so eine Reaktion, toll. Botanic Beauty. Botanic Beauty. Süß. Diese gegeneinander stehenden Bs. Nimmt das Logo. So, dann haben wir hier von Trombor Creamy Eyeshadow. Ein Creamy Eyeshadow. Eigentlich mag ich nicht so gerne Monos. Boah, das ist aber ein luxuriöses Pfändchen, oder? Creamy Eyeshadow Nummer 4. Sammy! Ja, was denn? Da komm doch mal her. Was schimpfst du denn immer? Na, komm mal her. Warum schimpfst du immer? Hm, Maus. Was denn? Hm? Worüber ärgerst du dich? Was ist los, Schatz? Hm? Ja, jetzt schnurrst du, ne? Das ist eine schöne Decke, ne? Ganz weich. Müssen wir ein bisschen aufpassen, Schatz. Hm? Okay, also es ist ein Mono. Das sieht schon schick aus. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich nicht so viel Monos. Ich werde das jetzt auch nicht swatchen. Vor ein paar Jahren wusste ich gar nicht, was das sein soll, Swatchen bei Make-up, weil ich kannte das nur so als Stoffprobe. Aber nein, das heißt, ich werde es nicht testen. Ich kriege es nicht mal auf. Aber das macht ja nichts, weil ich sowieso nicht probieren möchte. Man kann doch durchgucken. Man kann sehr gut durchgucken. Ist eine tolle Farbe. Nummer 4 heißt sie, sehr aussagekräftig. Das ist so braun-lila, würde ich meinen, mit ein bisschen Schimmer dabei. Wirklich, wirklich toll. Aber wie gesagt, ich bin nicht so für die Monos. Ich mag lieber Paletten. Und ich weiß, dann werde ich es wahrscheinlich doch nicht benutzen. Nee, Häuschen. Lege ich mal dazu. Und dann haben wir noch von Comme des Lip Oil. Gut, gegen Lip Oil habe ich nie was einzuwenden. Im Moment habe ich das Grüne, ich kann das ja mal zeigen, liegt hier neben meinem Platz immer, von Bilou, das war neulich in der Box, irgendwo, keine Ahnung, wo ich das her habe, und das ist so mit Minze irgendwie, auf jeden Fall brennt das nicht und ich mag das, das wird jetzt aufgebraucht und dann kommt das nächste dran. So, aber das ist ja toll, ist das die Farbe hier? Ist das wirklich die Farbe? Meistens haben Lippenöle so ein zartes Rosa oder zartes Aprikot. Ja, aber was jetzt die Farbe ist, ja. Sag mal, wie heißt du denn? Berry. Die Farbe heißt Berry. Das müssen wir probieren. Moment. Das ist die Farbe. Ich mach das mal hier oben. Oh. Das ist aber schön. Ich mag ja viel lieber auf den Lippen Beerentöne als mehr blaustichig, lieber als orangestichig. Wie findest du das? Mhm. Schön, ne? Mag das. Ja, du auch. Findest du das auch schön? Ehrlich? Achso, du bist aufgestanden. Das hasst er, das hasst er. Du musst das nicht tun. Ja, das war dann also die kleine Quatschbox. Und die finde ich wieder sehr schön. Es ist ein toller Monolidschatten von Trombock. Wirklich toll. Ja, dann benutze ihn doch auch. Nein. Doch. Nein. Doch. Benutzt du ihn doch. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Auf die Augenlider. Warum sollte ich das? Warum sollte ich diesen Monolidschatten? Ich kann den höchstens drunter machen. Hm, auch schön. So wie die American Football Spieler. Hm. Ja, warum nicht? Dann gehst du hier so durch den Ort. Genau. Wenn wir spazieren gehen. Im Wald. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe dich schon. Ja, ihr Lieben, das war die süße kleine Crushbox. Die gehören zusammen. Also ich denke mal, dass sich darüber jemand anders sehr freuen wird. Der ist echt süß, ne? Aber ich werde ihn nicht aufbewahren wegen der Verpackung. Das wäre doof. Ne? So, leider wollte der QR-Code mal wieder nicht. Aber es sind schöne Sachen. Das sind wirklich schöne Sachen.
Okay, ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bitte bleibt gesund. Erkältet euch nicht. Ich habe mich so gewundert die letzten Tage. Immer meine Nase zu und irgendwie mit so einem Druck im Kopf. Was ist es nur? Und dann kam ich heute auf die glorreiche Idee. Ich glaube, ich bin einfach erkältet. Soll es geben, ne? Naja, okay, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Bis bald.